Aber ein bisschen Zeit ist ja noch. Das heißt, auch das Transferfenster hat noch eine Weile geöffnet. Aktuell stehen wir bei 2 externen Neuzugängen, aber ein paar Tage sind ja noch. Und da könnte sich ja unter Umständen das ein oder andere vielleicht noch ergeben. Absolut. Und für alle Talente von morgen sei nochmal ans Herz gelegt. Die Fußballschule haben wir erwähnt. Aber wir haben auch noch den Hamburger Weg Free Kick für euch im Angebot. Bei diesem wohlgemerkt kostenlosen Fußballferienprogramm könnt ihr euch nämlich so richtig auspowern. Also wenn ihr vor allem in den Sommerferien noch... Und gleiches soll auch für die beiden Testspiele gelten. Eine ganz finale Aussage können wir da noch nicht treffen. Aber sobald die Verträge unterschrieben sind, werden wir da natürlich die Info geben. Aber es ist definitiv geplant und angedacht. Dann seid ihr hier auf jeden Fall live mit dabei. Aber jetzt sind wir live mit dabei, wenn hier womöglich der Balldienst ausgespielt wird. Jona Fabisch, der Erste, der jetzt hier ran durfte. Und anscheinend ging es darum, den Ball anzuwerfen und dann an die Latte zu spielen. Auf jeden Fall war er jetzt eben durch, als er das Gebälk getroffen hat. Waren 6, 7, 8 Versuche. Jetzt darf sich Philipp Bilbia probieren. Per Kopf, per Fuß, egal wie. War aber auch ein fieses Anspiel. Ja. Anscheißerball. Schweineball. Ja. Auch da wieder. So oder so. Je nachdem, wo man herkommt. So sieht's aus. Heißt das Ding anders. Also, Philipp beim Lattenschießen. Nur auf eine ganz andere Art und Weise. Und da hat er's. Dann doch per Kopf. Wie von Marco vorhin schon richtigerweise festgestellt, mit 1,89 durchaus groß gewachsen, hauptsächlich ja auf der Linksaußenposition unterwegs, kann aber auch als zweite Spitze spielen und genau das ist auch die beste Position, zumindest meiner bescheidenen Meinung nach, von Robin Meissner, der letzte der Leihrückkehrer, den wir jetzt hier gerade im Bild sehen, war ja seit Winter beim FC Hansa Rostock unterwegs in der zweiten Bundesliga, immerhin dort 9-mal zum Einsatz gekommen, ein Heimspieltor erzielt und hier natürlich kurz einen Rekord aufgestellt. Direkt getroffen. Poldi, wie er ja genannt wird, optische Ähnlichkeit. Jan Jamra war es übrigens, der ihm den Spitznamen gegeben hat. Optische Ähnlichkeit, aber auch wegen seines rechten Hufs, weil der Mann hat wirklich eine Fackel. Hat er ja auch schon nachgewiesen, haben wir uns hier natürlich notiert, im Endspurt der Saison 2021 unter Interimscoach Horst Rubesch. 3 Tore, 2 Assists in den letzten 3 Saisonspielen. Also da hat er mal richtig sein Talent aufblitzen lassen. Anschließend auch einen Profivertrag unterschrieben, steht hier noch 2 Jahre unter diesem Vertrag, hat hier noch einen gültigen Kontrakt. Und wenn es so sein sollte, was ja gerade gegen Ende der Saison durchaus auch schon praktiziert wurde, dass Tim Walter jetzt in der kommenden Spielzeit häufiger mal aufs 4-4-2 setzt, dann würde es seine vermeintlich beste Position halt eben auch geben in dieser Grundordnung. Das sieht dann eben im 4-3-3 ein bisschen anders aus. Robin, nicht der klassische Flügelspieler, auch nicht der Neuner, der von 2 Flügelspielern flankiert wird, sondern eben eine zweite Spitze, der Freiheiten braucht, der um einen Stürmer herumspielen muss. Zum Beispiel um den, der jetzt gerade sich beim Lattenschießen versucht und hervorragend getroffen hat, während wir hier gerade mit ins Spiel einbezogen werden. Aber auch da konnten wir den Einschlag verhindern. Also auch wir machen hier einen guten Job heute. Also Robert Glatzel auch nicht nur, was die Tore angeht, sondern auch beim Lattentreffen zeigt er sich treffsicher. Ah. Ja. Und mit sich, mit Robin Meissner eventuell neben sich, ja, doch, um das nochmal aufzunehmen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ein bisschen Zeit ist ja noch, das heißt auch das Transferfenster hat noch eine Weile geöffnet. Aktuell stehen wir bei 2 externen Neuzugängen, aber ein paar Tage sind ja noch. Und da könnte sich ja unter Umständen das ein oder andere vielleicht noch ergeben. Absolut. Und für alle Talente von morgen sei nochmal ans Herz gelegt. Die Fußballschule haben wir erwähnt. Aber wir haben auch noch den Hamburger Weg Free Kick für euch im Angebot. Bei diesem wohlgemerkt kostenlosen Fußballferienprogramm könnt ihr euch nämlich so richtig auspowern. Also wenn ihr vor allem in den Sommerferien noch nichts vorhabt oder tagsüber mal richtig Bock habt, zu kicken, zu ditchen, zu diddeln, dann solltet ihr euch die folgenden Termine
auf jeden Fall mal notieren bzw. im Kopf behalten. Am 13. Juli in Heimfeld, meiner alten Heimat, am 20. Juli sind wir in Lurup unterwegs. Beispielsweise am 3. August in Bilwerda, am 10. August in Hausbruch, am 12. August auch in der Hafen City. Ihr kennt den Court immer von 14 bis 18 Uhr. Und neben dem runden Leder gibt es auch ein rundes Rahmenprogramm. Also Teilnahme kostenlos, Anmeldung nicht nötig. Was will man mehr? Wer darf denn alles teilnehmen? Schaut vorbei. Und das ist sehr offen gestaltet. Also schaut da gerne mal auch auf hsv.de in unserem Hamburger Wegbereich vorbei. Alle Teilnahmebedingungen, alles Wissenswerte könnt ihr euch da einmal zu Gemüte führen. Aber in jedem Fall geht es um Jugendliche bis 18 Jahre. Das heißt, wir beide sind raus. Ich noch ganz knapp, du schon ein bisschen länger. Ja. Ja. So, ein bisschen älter als 18 ist auch Jonas David. Aber auch gerade erst. Der erkämpft. Versucht sich da. Aber die gute Laune, die lässt er sich nicht verderben. Aber ich glaube, er kann für nächste Woche schon mal den Balldienst planen. Das waren jetzt nämlich definitiv ein paar Versuche mehr als die Jungs vor ihm. Ich glaube, er weiß, was das bedeutet. Ja. So, während die Jungs die Bälle sortieren, kommt hier jetzt tatsächlich das erste Mal seit einer Stunde wieder ein bisschen die Sonne raus. Was aber nicht bedeutet, dass der Wind nachlässt, aber nichtsdestotrotz, zumindest ich kriege hier ein bisschen davon ab. Fabi sitzt leider komplett im Schatten. Ich werde von deinem sonnigen Gemüt erhellt. Das freut mich. Alles gut. Dafür gebe ich jeden Tag alles. Und die Jungs sehen zu, dass sie die Bälle wieder eingesammelt kriegen, um das Ganze dann hier auch zum Ende zu bringen. Apropos Ende, noch einmal der Hinweis für all jene, die einen kleinen Ticken später eingeschaltet haben. Bitte nicht wegschalten jetzt, weil, wie so oft im Leben, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben noch zwei Interviews für euch. Und Fabi hat zwar eben noch ein bisschen gemauert und wollte nicht verraten, wer Interviewgast Nummer 2 ist. Das werde auch ich natürlich nicht tun. Da halte ich mich an die Regeln. Aber Interviewgast Nummer 1 sei euch bereits jetzt ans Herz gelegt. Es handelt sich nämlich um keinen geringeren als den Trainer. Tim Walter wird gleich bei unserem Pressesprecher Philipp Langer zum Gespräch erscheinen, wird dort ein paar Minuten Auskunft geben über die nun wieder beginnende Vorbereitung, die beginnende Saison, über das, was uns erwartet und worauf wir uns alle freuen dürfen. Ja, und dann, wie gesagt, Interviewgast Nummer 2, Man of the Season, hsv.de, Leser wissen mehr und die Menschen, die dem HSV auf Social Media folgen, sowieso. Da könnte der ein oder andere bereits erahnen, wer dann noch kurz zum Gespräch erscheinen wird. Aber wie gesagt, wir halten uns an die Regeln und wir halten die Spannung noch ein kleines bisschen hoch. Aber so viel sei verraten, es ist ein guter Typ. Das definitiv, davon haben wir auch einige am Start. Und die werden in dieser Woche noch ordentlich ins Schwitzen kommen, denn bevor wir am Sonnabend nach Österreich fliegen, stehen hier jetzt erstmal am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 3 Doppelschichten auf dem Plan. Übrigens, ab heute Abend werden wir dann auch wieder erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie über Trainingszeit